Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Markets. Heute haben wir einen Gast, der war mal Dollar-Milliardär. Er war einer der gefeiertsten Hedgefonds-Manager Deutschlands, aber er ist dann auch vom Antichrist zum Moralapostel in der Finanzwelt geworden. Wie der Wandel ist und warum ihn lange das FBI gesucht hat, er sogar in Untersuchungshaft saß, das werden wir ihn heute auch selber fragen. Bei uns ist Florian Homm. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da sein kann, Herr Koch. Herr Homm, wir haben mal ein Bild hier für Sie. Was verbinden Sie mit diesem Bild heute? Also schön, dass Sie mich das fragen. Das berührt mich überraschend. Ich war ja früher laut Erich Sixt wirklich der Antichrist der Finanzwelt und hatte alles erreicht. Milliardär, Botschafter, Nationalspieler im Basketball und war nicht glücklich. Ja? Ich hatte meine Lebensziele insgesamt erreicht und habe mich dann sehr dramatisch verändert, weil der Sinn des Lebens ist, Glück zu leben und zu erfahren. Und dann gab mir jemand dieses kleine blaue Buch, das sind die Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter Maria. Etwas, was sich kein Mensch vorgestellt hätte, dass ich das mal verlegen würde, einige Jahre später. Und es hat meinem Leben mehr Sinn gegeben, ja? Also auch mehr Freude. Früher war ich ja, wie gesagt, sehr merkantil geprägt und habe heute ein anderes Leben. Ich bin Autor, ja, Schauspieler, Redakteur und Verleger eines christlichen Buches. Es ist für mich ist es ein wahrer Segen, dass ich zwei Leben leben darf. Ja. Wir kommen auch gleich noch mal ein bisschen auf die Vergangenheit, aber wir wollen auch mal ins Jetzt gucken. Sie sind gerade 60 geworden. Wie haben Sie denn gefeiert? Das ist so peinlich. Überhaupt nicht. Ich habe ungefähr bis 2 Uhr früh Analysen geschrieben. Und mit Familie oder Freunden? Leider auch nicht. Sie sind aber immer noch in diesem Business drin. Also Sie sagen, Sie haben einen Wandel mitgemacht. Sie sind Richtung Glaube gegangen, weg vom Merkantilen. Aber Sie schreiben eben immer noch Finanzbücher. Sie machen Finanzanalysen. Worin besteht der Wandel dann wirklich in dieser Hinsicht? Also kann man sich selber genetisch verändern? Es ist, da bin ich skeptisch. Also der Drive ist da. Biblisch heißt es ja, gib dem Cäsar das Seine und Gott das, was ihm zusteht. Und wenn ich erreichen will, dass Menschen sich auch mal mit dem seelischen Themen beschäftigen und der Hoffnung nach höheren Zielen streben, dann ist der Effekt größer, wenn ich noch meinen Bekanntheitsgrad nutze im Investmentbereich und sich dann gelegentlich auch mal welche für den Menschen interessieren. Und das hat eine emotionale Rendite und das andere hat eher eine wirtschaftliche. Ist dieser Glaube, der die emotionale Rendite ja auch hat, nicht auch etwas, bei dem Ihnen gut vorwerfen kann, dass Sie das nutzen einfach, dass Sie sagen, ich habe jetzt vieles erlebt, was mir nicht gefallen hat, was man mir vorgeworfen hat und ich rehabilitiere mich darüber, dass ich jetzt den Glauben in den Vordergrund stelle. Also das wäre jetzt rein wirtschaftlich gesehen wirklich blödsinnig, ja. Also wenn Sie in zwei gemeinnützigen Vereinen sehr, sehr engagiert sind, wenn Sie Pro Bono Vorträge in Kirchen machen, christliche Bücher verlegen, missbrauchten Kindern und sozial schwachen Familien helfen. Das bringt ihnen zwar was emotional, aber es lenkt sie doch vom Geldverdienen ab, von den großen profitablen Mandaten, die ich machen könnte. Hätten Sie die noch machen können? Mit Leichtigkeit. Mit wem? Da sind einige hier auf dem Kurszettel in diesem Raum. Sie haben vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, Sie leben von 685 Euro Invalidenrente und Ihre Mutter und ein Freund hilft Ihnen noch. Haben Sie heute mehr zur Verfügung? Also ich habe jetzt eine Festanstellung, das bringt etwas mehr. Ich habe stabile Wohnverhältnisse. Das heißt, es ist jetzt nicht auf hohem Niveau, wirklich nicht, aber es ist ausreichend. Sie hatten ja mal alles, ein Vermögen, 2 Privatjets, schicke Autos, ein Schloss, eine Familie und irgendwann war alles weg. Es ist, was es ist, ja. Und der Lebenswandel an sich wirkt dann sehr dramatisch. Andererseits muss ich sagen, Herr Koch, wir dürfen uns auch nicht in Objekte verlieben.
Und das Verhältnis meinen Kindern war noch nie so gut. Ich bin sehr spät Vater geworden. Meine Kinder habe ich erst so wahrgenommen mit, sagen wir mal, 9 bis 12 Jahren. Das ist auch ziemlich erbärmlich. Aber bei mir musste sich das ganze Wert, die ganze Werteskala musste sich etwas drehen. Und heute bin ich auch glücklicher als zum Zenit meiner Macht, meines Vermögens. Wo Sie den Wandel ansprechen, das war vor einiger Zeit. Das FBI hat Sie gesucht. Ihnen drohten 225 Jahre Haft. Sie waren in Italien 15 Monate in Untersuchungshaft. Wie haben Sie es geschafft, das alles zu verarbeiten für sich selber, abgesehen jetzt von einer moralischen Frage, aber wie sind Sie durch diese Zeit gekommen? Erstmal landete ich noch auf der Most Wanted-Liste vom FBI, nachdem ich aus der Auslieferungshaft komplett legal und unbescholten nach Deutschland kam. Das ist eine emotionale Reaktion gewesen, weil ich der Erste war, der in 30 Jahren nicht nach Amerika ausgeliefert wurde. Da waren die ein bisschen stinkig, würde ich sagen. Die Verarbeitung in der Auslieferungshaft, das war sehr, 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 sehr schwer. Aber es ist unbeliebt und es ist untypisch und es versteht keiner. Aber mich hat dieses kleine blaue Buch gerettet und mich hat ein tiefer Glauben hat mir Stärke gegeben. Das ist sogar so krass, dass nachdem ich in 5 Instanzen verloren hatte, habe ich meiner Tochter und 2 meiner Anwälte einen Brief geschrieben, ich werde hier rauskommen. Und in meiner eigenen Zelle haben sie mich für verrückt erklärt. Also sie haben praktisch mit den Augen gedreht. Und ich habe das absichtlich geschrieben. Und wie ich dann freigesprochen wurde, war ich vor dem Gefängnis und keiner meiner Anwälte oder meiner Support-Leute hatte damit gerechnet. Und ich war ganz alleine. Ich wurf meine Koffer weg, ich hatte Krücken, ging zum Bahnhof, war ein freier Mensch. Also ich war auch schwer physisch eingeschränkt, hätte das gar nicht machen können. Also ich sage einfach mal Danke, ja. Und diese Dankbarkeit, die muss ich leben. Welche Rolle hat da Sarah Wagenknecht gespielt? Sarah Wagenknecht ist eine großartige Person. Wir haben nicht immer dieselben Meinungen in wirtschaftlichen, finanziellen Themen. Man würde politisch jetzt nicht denken, dass sie sich so nahe stehen. Also analytisch, was den Glass-Steagall Act, das Banking in Deutschland betrifft oder weltweit, diese Trennung, also diese der Universalbanken, da sind wir sehr konform in einigen Themen, bei Wagniskapital nicht. Aber Sarah Wagenknecht war wirklich eine wichtige Person, weil ich war damals doch relativ nah zur FDP und der Westerwelle und die haben mich komplett fallen gelassen, also auch Westerwelle damals. Und Sarah Wagenknecht sagte, das ist ein Deutscher, dem stehen gewisse Rechte zu, den solltet ihr bitte nicht wie einen Aussätzigen No-Touch in Italien behandeln. Und das war eine riesige Überraschung. Ich sage nur Chapeau, Sarah. Und hat wahrscheinlich auch einen gewissen Einfluss gehabt, ja. Medial mindestens. Medial ist ja auch der interessanteste Teil, wenn man ehrlich ist, denn Sie haben mir vorhin gesagt, juristisch sind Sie bis jetzt im Grunde nicht verurteilt, sondern medial hat man Sie jahrelang schon vorverurteilt oder verurteilt. Egal, was man über Sie liest, man kommt eigentlich nicht vorwärts zu verstehen, was ist wirklich passiert. Und wie ist jetzt die Lage und woran liegt das, dass man Sie so stark verurteilt hat? Sie aber finden, Sie sind eigentlich nicht zu verurteilen. Also da gibt es ja wirklich hunderte von Artikeln zu und es gibt auch juristische Unterlagen, die kann man einsehen, wenn man sich das antun will. Ich gebe nochmal in den Ist-Zustand. Gegen mich wird seit grob 12 Jahren ermittelt. Es wurde jetzt eine Anklage in der Schweiz eingereicht, die angeblich sollen 24 Millionen Franken verballert worden sein, um mich zu verklagen, plus erhebliche Ressourcen durch die USA. Beide Länder arbeiten zusammen. Diese Klage wurde vom höchsten Gericht in der Schweiz zurückgewiesen an die Staatsanwaltschaft und das hat die Neue Zürcher Zeitung aufgegriffen. In einem anderen Zusammenhang, seit 10 Jahren werde ich zivilrechtlich verklagt in den USA.
Da hat der Kläger selber die Anklage eingestellt. Das ist das zweite Argument. Und das dritte ist, dass meine Ex-Frau in 6 Punkten angeklagt wurde. Das hing sehr eng mit mir zusammen natürlich, weil man warf ihr vor, dass die Mittel unlauter erworben worden sind, die sie hat. Und in allen 6 Anklagepunkten hat sie so haushoch gewonnen, dass sie sogar, der Kläger sogar Teile ihrer Gerichtskosten zahlen musste. Also das Image in einer großen deutschen Boulevard-Publikation ist der Milliardenbetrüger, der für Putin TV arbeitet. Fakt ist, es könnte in diesen juristischen Themen nicht besser aussehen. Also die mediale Verurteilung entspricht nicht der aktuellen Situation. Menschlich hat sie ihr Leben natürlich massiv verändert. Ich darf mal ein Zitat ihres Sohnes, so denn es stimmt. Ich weiß immer noch nicht, was ich über meinen Vater denken soll. Das ist ja, wenn man sagt, man ist ein Vater, dem die Kinder so wichtig sind und man hat eigentlich ein gutes Verhältnis. Das wirft ein bisschen die Frage auf, die ich eben auch gestellt habe. Was ist eigentlich los in Ihrem Leben? Also das sind sicherlich väterliche Defizite dort gewesen. Es ist auch schwer, in einer 100-Stunden-Woche über 2 Jahrzehnte eine innige Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Das ist eher ein Patriarchat. Das hat dann meine Ex-Frau, das ist ja sehr gut gelungen, Liebe zu vermitteln, Vertrauen zu vermitteln. Ich glaube, mein Sohn hat mich einmal erlebt in der Küche mit 3 Telefonen, den ich, glaube ich, in 3 Minuten tatsächlich 55 Mal Fuck you gesagt habe. Es war kein guter Tag, kein gutes Deal. Ich war für meine Kinder bis ja eigentlich noch vor 2-3 Jahren the big guy. Also nicht Dad oder Papa, sondern Big Guy. Und es gab Zeiten in unserem Schloss in Luxemburg, da kam ich aus dem Auto, da waren die Kinder aber erst schon so 5 grob, 7 und 4 oder sowas. Und dann kam mein Fahrer aus dem Auto, hat sie dann umarmt und ich, wer bin ich? Ach, der Big Guy, ja, Big Guy. Also auch in dieser Hinsicht habe ich mein Potenzial als Mensch noch nicht ganz ausgeschöpft, aber ich bemühe mich redlich. Ja. Haben Ihre Kinder Ihnen das verziehen, dass nicht nur, dass sie für Sie so nicht da waren, das kommt ja öfter vor, aber dass Sie eben diese finanziellen Handlungen vorgenommen haben, die Sie zu den Anklagen gebracht haben? Weil das hat ja viel mit Ihnen gemacht. Sie waren im Exil, Sie waren viele Jahre einfach nicht da. Ja, also das mit dem Dasein ist ein bisschen umstritten, da sage ich auch kurz was dazu. Ich war in Frankreich registriert, also Einwohnermeldeamt und residierte in der liberianischen Botschaft im 17. Arrondissement, also war nicht ganz so schwer zu finden. Vielleicht um das nochmal ganz kurz einzuordnen, auch für die Zuschauer, 2007 sind Sie praktisch von heute auf morgen für die meisten erstmal von der Bildfläche verschwunden. Sie sind von Mallorca mit einem Koffer, so habe ich das gelesen, mit 500.000 Euro weggegangen und erstmal wusste niemand, wo sie sind. Und dann ist was passiert. Also ich war schon, Herr Koch, war schon sehr, sehr öffentliche Person und habe einfach gesagt, das Leben, was ich bisher geführt habe, war nicht zielführend. Meine Privatsituation ist eigentlich zerscheppert. Ja. Ich bin zwar reich und mächtig, aber bin ein Monk, ja, also ein Vollidiot irgendwie und unglücklich. Und der Weg in die, es ist für mich in die Freiheit, das war einfach mal die richtigen Fragen zu stellen, weil fördern und fordern und Erfolg, das ist ja ein bisschen das Leitprinzip meiner mütterlichen Seite, aus der Familie Neckermann. Ja, damit bin ich groß geworden, aber dass das alleine nicht zielführend ist, ich musste mal Fragen stellen, was macht mich glücklich? Ist geben vielleicht besser als nehmen? Ist es denn wirklich sinnvoll, jeden Dreck an die Börse zu bringen und teilweise auch gute Unternehmen, nur dass mein Konto größer wird? Also ich brauchte einen kompletten Makeover. Das heißt, wenn Sie rechtlich sozusagen unschuldig sind, nicht verurteilt sind, sind Sie aber moralisch schuldig? Also die moralische Schuld erstmal, biblisch sind wir alle Sünder, ja. Und ich habe definitiv relativ einseitig gelebt. Aber andererseits kann ich Ihnen das auch sagen, dass ich wirklich liebevolle Briefe habe meiner Kinder, die natürlich erkannt haben,
dass sie auch in dieser Zeit dass die beste Ausbildung genossen haben, ja? Dass sie sehr früh schon die Welt kennenlernen durften, ja? Dass sie sehr privilegiert gelebt haben. Und es ist ja nicht so, dass ihre Mutter Tag und Nacht auf Charity Balls war, während Papi durch die Welt jettete. Und in den wesentlichen Phasen ihres Lebens, ja, das Einzige, was ich mir wirklich auf positiv aufschreiben kann, nicht, also eine regelmäßige Präsenz, wie meine Tochter mal schwer krank war, oder wie es um wesentliche Entscheidungen, was ihre Ausbildung betrifft, da war ich hyperpräsent, aber in vielen kleinen Sachen halt nicht. Ja. Also Sie waren lange, nochmal um das Thema nochmal abzuschließen, sozusagen lange nicht da. 2012 kam dann das erste Foto von Ihnen wieder, dann gab es noch eine Kopfgeldaktion von 1,5 Millionen, die auf Sie ausgesetzt waren, und 2013 kam es dann zur Verhaftung in Florenz. Ja. Und da hatten Sie wahrscheinlich nicht mitgerechnet. Nein, tatsächlich nicht. Weil bis dato waren es Zivilverfahren. Ich habe mich auch allen Ermittlungen gestellt, auch dieser Mythos komplett abgetaucht. Oder auf der Flucht ist natürlich großer Quatsch. Ich verteidigte mich in New York gegen eine Anklage, dann verteidigte ich mich, also nicht verteidigte ich mich, ich war bei Ermittlungen 5 Jahre regelmäßig in der Schweiz. Das, und da hatten Sie immer noch die 500.000 im Koffer, von denen Sie dann gelebt haben? Nein, die müssen doch ausgegeben werden. Also ich glaube kaum. Ja. Und in Lausanne, das hat auch, wie gesagt, eine große Schweizer Zeitung aufgegriffen. Die nannten mich dann das Gespenst von Lausanne, weil bis dato war halt der Eindruck, ich bin von der Erdfläche verschwunden. Aber wenn Sie sehr öffentlich sind, oder dann relativ stark medial wahrgenommen werden und dem Augenblick sagen, ab jetzt nur noch, auf die ich Bock habe, und die Minimalpflichten erfüllen, oder Sie sind jetzt an der UNESCO und Sie oder für Liberia tätig, dann warum muss ich das auf einen großen Bildschirm malen? Ja, ist doch egal, ich möchte auch mal Privatsphäre haben. Ja? Und die Phase dauerte tatsächlich 5 Jahre. Ja. Alles, was Sie erzählen, alles, was Sie erlebt haben, klingt unglaublich extrem. Ja. Das war auch, gute Frage, war auch wirklich Ihr Leitmotiv im Leben, ja, glaube ich, so ein bisschen. Hat sich das gewandelt oder sind Sie jetzt, was den Glauben zum Beispiel betrifft, da vielleicht extrem oder in anderen Punkten? Also ich sage mal, der Vorteil meines Wesens ist, dass ich wirklich sehr energiegeladen bin. In den letzten Jahren ja, grob 10 Bücher, Spiegel Bestseller, Manager Magazin Bestseller, 3 Filme, 150 Videos, 2 gemeinnützige Vereine. Also ich habe ein hohes Energielevel. Der Unterschied ist, es wird nicht mehr so einseitig zur Geldvermehrung eingesetzt. Ich glaube, eine komplette Veränderung muss man auch mal sagen, wenn ich jetzt das kleine blaue Buch, was mir mein Leben gerettet hat, wenn ich jetzt auf die Zeil gehen würde und das verteilen würde, ich glaube, es wäre kein Marien- und Jesus-Bestseller geworden, sondern wiederum auch durch den Bekanntheitsgrad. Ich bin ja, meine Kinder lachen sich ja kaputt über mich, nennen mich Influencer, als wäre ich, ja gut, ein 15-jähriges Mädchen, was ihre neuen Gadgets, aber das ist auch die neue Bescheidenheit, ja. Sie sind an einer Krankheit erkrankt, die eigentlich alles andere als Energie vermittelt normalerweise. Ist diese Krankheit nicht fortgeschritten bei Ihnen? Konnten Sie die auffangen? Sie sagen, der Glaube hat auch da geholfen, oder woher nehmen Sie die Energie? Also das ist wirklich, Sie sind wirklich gut vorbereitet in Ihren Fragen. Meine Schwester ist mit 49 an Multiple Sklerose, letztlich an einem schweren Lungenversagen gestorben. Und wir beide hatten diese Vision schon in der frühen Jugend mit 12, 13, 14, dass wir nicht 50 rocken werden. Das werden wir nicht überleben. Irgendwie sprach uns was an. Und sie hatte recht behalten. Und mit 47 war ich Opfer eines Attentats. Sie wurden in Venezuela angeschossen? Ja, hab die Kugel noch im 12. Rückenwirbel, recht große Kugel, ganz knapp vor meinem Nerv, Zentralnerv. Und
Also deswegen war die Lebensintensität irgendwie schon ganz früh vorprogrammiert. Und dann kommt man aus so einem Clan, sage ich mal, der sowieso sehr ambitiös und ehrgeizig ist. Lebensintensität war meine Religion damals. Und heute bin ich nicht mehr ganz so durchgeknallt, aber der Energielevel ist da und es gibt keine Stabilisierung bei meiner MS-Diagnose. Das ist nicht erfasst. Und das darf ich auch einfach mal sagen, bei aller Harvard-Absolvenz und Mathematiklastigkeit gibt es Sachen, da sollte man nicht endlos nachrechnen, weil es gibt keine mathematische Antwort. Und ich bin gesegnet, dass ich auch hier bei Ihnen gerade heute sein darf. Ja. 25 Millionen sind noch eingefroren auf Schweizer Konten. Oh, Sie haben irgendwie, also ich möchte jetzt keine Zahlen kommentieren, aber insgesamt im Familienumfeld ist es natürlich ja, deutlich, deutlich mehr. Und das Geld ist eingefroren und da kommt keiner ran wegen der Ermittlungen? Ja, es sollte mal eine Anklage geben oder sollte mal ein Prozess entstehen und es sollte mal entschieden werden. Ja. Haben Sie da Hoffnung, dass vielleicht dann Teil mal wieder auf Ihr Konto zurückkommt? Also jetzt rein juristisch, rechterisch sieht das gut aus, was Sie sich dann Neues einfallen lassen oder wie Sie es dann verzögern wollen, selbst bei einem Rechtsspruch mit einer Berufung und so weiter, das kann ich nicht einschätzen. Aber da habe ich auch schon gesagt, das wird größtenteils dafür eingesetzt, Marienrefugien aufzubauen, das ist mein Traum. Weil als relativ Privilegierter, muss man auch sagen, durch Ausbildung und Background, es geht nicht allen so. Das berührt, ich muss Sachen machen, die mich berühren. Ich muss aus dieser rein quantitativen Denke, ich muss mal ein bisschen den inneren Kreis etwas ausbauen und wirklich Sinnvolles machen. Ja. Was Sie heute genau machen und wie Sie die Märkte einschätzen, darüber sprechen wir gleich. Wir schauen jetzt erst einmal auf den Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Trading-Wissen vertiefen wollt, dann schaut auch mal auf die Webinare der Trading House Börsenakademie. Da wird auch nach dem Blue Star Indikator euch einige Tipps mit an die Hand gegeben. Das nächste Seminar findet statt am 27. November mit dem Ronny und am 27.12., also nochmal im alten Jahr, dann mit dem Wolf. Also ihr könnt euch ab sofort anmelden, schaut auf die Webseite trading-house.de. Und wir wollen mit Ihnen auch gerne mal schauen, was Sie heute so machen. Sie haben nämlich auch einen Börsenbrief, Sie haben verschiedene Bücher geschrieben. Das eine haben Sie uns mitgebracht, der Crash ist da. Ist Florian Homm jetzt auch einer dieser Crash-Propheten? Also ich habe eine sehr dezidierte Meinung zu den Crash-Propheten. Wenn man sich die Performance, wir haben ja auch unsere Performance berechnen lassen, extern, über die letzten 2 Jahre, die Crash-Propheten, die sind ja auch medial bekannt, liegen in der Performance mit einer kleinen Minus bis zu ungefähr 8%. Unser Investmentportfolio hat nach Kosten 44% gemacht. Und das Schöne in unserem Geschäft, mathematisch ist das berechenbar. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Dass die Crash-Prophetie, auch der Crash ist da, zielte ab aufs 4. Quartal 2018. Die Börsen verloren damals 22%. Und wir konnten 5% zulegen. Das war sehr, sehr maßgeblich für unsere Performance. Der S&P 500 Index machte in diesen 2 Jahren grob 16%, wie gesagt. Das ist ja so ein bisschen Ihr altes Muster. Wenn es nach unten geht, wollen Sie Gewinne machen. Also liebe Leute, ich möchte vor allem gut nachts schlafen. Ja? Und wenn die Börse fällt, dann fällt sie eigentlich schneller, als sie steigt. Faktor 3:1 in der Regel. Und dann ist natürlich was zu verdienen. Also sicherlich bin ich, naja, vielleicht der erfolgreichste, ja, beste Spekulant Europas gewesen. Wie sehen Sie denn die momentane Lage? Die Börsen sind ja fast auf Allzeitrekordständen. Die Wirtschaft, man sieht so Rezessionswolken. Die schwarze Null wird eingehalten. Wie sieht es aus? Also sollten wir mehr noch investieren, damit es vorangeht? Also der Markt, die meisten Marktteilnehmer, ich bin ja institutioneller Investor seit 3 Jahrzehnten mit den vermögendsten und smartesten Investoren der Welt, habe ich das Privileg zusammenzuarbeiten. Und es ist doch klar, dass der Markt überhaupt nicht die Hyperkorrelation versteht zwischen der globalen Geldmenge
und den S&P 500 Index. Das ist ein relativ banaler Algorithmus, aber bei 77% des Börsenvolumens ist doch rein elektronisch. Und das ist natürlich auch die Achillesferse der klassischen fundamental orientierten Crash-Propheten. Und die haben ja schon 2012 gesagt, verkauft alles, 2014 und 2016. Wir haben eine Punktlandung gebracht und aktuell ist es überhaupt nicht klar, ob wir eine sklerotische Marktverhältnisse nach japanischem Muster bekommen oder ob wir in eine Crashlandschaft ziehen. Wichtig ist doch zu verstehen, dass ich mit in dem Bewertungsumfeld, und da sind wir immerhin auf dem höchsten Stand seit 1880, davor gab es keine guten Daten, diese Mischbewertung Aktien und Anleihen, das hatten wir noch nie. Und wenn man selbst sich das Warren Buffett Ratio anschaut, wer das nicht weiß, das ist die Börsenkapitalisierung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung in den USA, da haben wir die Dotcom-Bewertung übertroffen aus der Dotcom-Blase. Also wir haben eine massive Fallhöhe. Aber das heißt doch nicht, selbst wenn ich nicht auf Bässe setze, dann kann ich mich doch auch etwas intelligent in Edelmetallen positionieren. Wir haben zum Beispiel eine Anleihe gefunden, das ist ein nicht zyklischer Wert, die heißt Media and Games Invest. 7%, wenn ich etwas mehr Geld habe, quartalsmäßig werden die Zinsen gezahlt, dann komme ich auf 8,1%. Da kann ich doch schön überwintern mit etwas intelligentem Bargeld oder auch, wie in unserem Börsenbrief, stellen wir einige hochrentierende Aktien vor, zum Beispiel einige Tabakaktien, Nettodividenden von 7%. Liebe Leute, es gibt immer was zu tun und über die Leerverkaufposition rede ich eher weniger, weil dann, das hat inhärent Klagerisiko, ja? Aber im Börsenbrief findet man die auch. Wie sieht denn Ihr Anlagemix aus? Für Anleger, die jetzt zu Hause vielleicht zuschauen und sagen, wie macht der Florian Homm das denn? Wie soll ich mein Geld aufteilen? Kommt ein bisschen auf die Summe an, die man hat. Aber wenn ich schon mich investiere in Indizes oder ETFs, das ist ja okay, dann tue ich aber ein bisschen Versicherungsgeld investieren. Entweder indem ich einen auf Bässe spekulierten ETF nehme oder einen, ist ein bisschen komplizierter, einen VIX-Index, der vor kurzem bei 12 war, da kann ich mich absichern und dann möchte ich auch laufende Rendite haben. Ich möchte in meinem Portfolio eine Sicherheitsmarge haben, das schaffe ich teilweise mit solchen Anleihen, andererseits schaffe ich es natürlich auch eventuell mit Dollar, Bargeld oder mit Zinssubstituten. Und was wir aus der japanischen Krise gelernt haben, ist, dass die nicht zyklischen Wachstumswerte trotzdem reüssieren. Also, aber ich muss echt darauf achten, wo die Bewertungen sind, weil ich möchte nicht in diese Fallhöhe kommen, ja, mit den Standardthemen. Ja. Im Grunde haben Sie vorhin gesagt, Sie haben so einen Wandel vollzogen vom reinen Geld auch zu moralischen Themen. Hat sich das in der Anlage, also bei allem, was Sie empfehlen, auch ein bisschen niedergeschlagen? Also Sie haben eben Tabakaktien angesprochen, da könnte man sagen, ob das so die Anlage ist, die dann darunter fällt, weiß man nicht. Schauen Sie darauf, dass Anlagen auch ethisch sind? Empfehlen Sie auch in diese Richtung? Das würde ich mir nicht anmaßen wollen, ja. Zum Beispiel gibt es auch die Thematik Marihuana-Aktien oder auch Kryptowährungen. Da waren wir haben wir sehr gut verdient. Also bei den Marihuana-Aktien teilweise mit Shorts, bei den Kryptowährungen auch der Crash ist da, über 1000%. Im Investmentbrief auch 300% in 8 Handelstagen. Also, aber ich möchte mir das nicht anmaßen. Es geht da wirklich um eine saubere Trennung. Hier geht es um investive Returns und hier geht es um andere. Und ich maße mir nicht an, zu sagen, das ist ethisch, das ist nicht ethisch. Ich bin ein bisschen defensiver gestaltet nur bei Rüstungs- und Militäraktien. Da tun wir uns etwas schwer. Also auf ESGs würden Sie nicht achten? Nein, das ist nicht mein Ding und es würde mir auch kein Mensch abnehmen. Ich werde in diesem Bereich werden wir an der Performance gemessen. Wie viel Risiko gehen wir ein? Was ist unser Sharpe Ratio? Haben wir eine Korrelation zu den Aktienmärkten? Nein, die haben wir nicht. Wir haben 3% Korrelation, das ist ein Witz. Und unsere Performance liegt
2,5 Mal höher als der beste große Aktienindex der Welt. Und wenn ich jetzt auch noch anfange, diese Formeln einzubauen, ich bin nicht heiliger als der Papst, ich bin da im Geschäft. Und bin auch dafür bekannt, dass ich in diesem Geschäft nicht so viele Gefangene nehme. Ja? Das bleibt. Nochmal auf Privatanleger zu kommen, die nicht ihren Börsenbrief vielleicht kennen. Simpel gesagt, wie soll man sich in einem Jahr wie 2020, in dem sich womöglich vieles ändert, aber vieles eben gerade im Finanzsektor nicht aufstellen? Also gut, wenn ich jetzt auf einen Portfolio-Mix eingehen sollte für Ihre Zuhörer, dann würde ich wahrscheinlich 15-20% dieser speziellen Anleihen haben. Nicht zyklisch, gute Zinsdeckung. Und im Gaming-Bereich ist auch bekannt, dass in den Krisen aus Griechenland, auch aus Russland, tatsächlich mehr Zeit vor dem Computer beim Gaming verbracht wird. Also das gefällt mir. Eine Gewichtung von 10-25% in Edelmetallen. Welche? Also Gold ist gut. Wir hatten aber wie das Gold-Silber-Ratio, das Verhältnis bei 87 war, ging glaube ich bis auf 93, hatten wir dann auch Silber im Investmentportfolio. Nach einer langen Dürrephase sprang das an. Da muss man nicht zu inflexibel sein. Palladium sind wir eher short, weil die Produktionskosten nur bei der Hälfte des Marktpreises liegen. Die Nachfrage kommt natürlich aus der E-Mobilität, aus den Hybriden. Aber solche Trends habe ich ungerne. Momentan beschäftigen wir uns im Investmentbrief mit einem ganz ungewöhnlichen Rohstoff. Nächsten Monat, das möchte ich aber nicht vorgreifen, der meines Erachtens 20% Risiko hat. Beginnt er mit einem U? Ach nee, jetzt hört auf. Also ist ja alles okay. Aber dieser Rohstoff hat 20% Risiko aus unserer Sicht und 100% Chance. Aktienbereich, Immobilien? Aktienbereich ohne Absicherung ist geisteskrank. Bei der Fallhöhe. Man muss da mal davon ausgehen, dass wirklich gute, empirisch verifizierte Modelle bei diesem Stand an den Börsen und den Anleihemärkten eine maximale Rendite von 3-4% auf 10-Jahres-Sicht bringen. Andererseits habe ich Fallhöhen von 30-70%. Also ich habe ein grottenschlechtes Chancen-Risiko-Verhältnis. Ergo darf ich doch mal ein bisschen überwintern, mich sehr auf Qualität fokussieren. Und wenn nächstes Jahr halt nur 7-10% verdient werden, ist das auch okay. Aber ich möchte die gemeinen Marktrisiken, die dürft ihr auch nicht teilen, weil das ist, wenn ich es mal ganz plakativ primitiv sage, ich mache doch auch nicht irgendwelche physischen Aktivitäten, wo ich meinen linken Arm verlieren kann. Also ich muss mit dem Kapital auch intelligent umgehen und es geht ja in die, sorry. Also wie intelligent mit Aktien umgehen, denn Sie sind ja im Portfolio drin. Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt unbedingt meine, ich muss jetzt zyklische Werte kaufen, da habe ich eine ganz andere Meinung. Im 11. Jahr der längsten Wirtschaftserholung, die gemessen ist seit Datenerfassung, dann muss ich doch, sollte ich mich doch bitte absichern oder wenigstens etwas Cash haben zur Vorsorge oder etwas an satten Dividenden und Zinserträgen, damit ich mögliche Verluste auffange. Ist, glaube ich, ziemlich klar, was ich jetzt sage, oder? Antizyklische Werte? Antizyklisch ist dünn. Da gibt es Dollar Tree oder Dollar Value. Es gibt ja diese One-Dollar-Geschichten, die hatten wir auch schon. Die GEMA, einige der GEMA sind nicht zyklisch, antizyklisch. Traurigerweise auch Tabak und Alkohol wird mehr konsumiert, leider, muss ich sagen, in solchen Depressionen oder Rezessionen. Aber die fallen natürlich auch im Crash, die fallen halt weniger. Nehmen wir zum Beispiel ein Thema, was uns interessiert. Ich glaube, es ist sehr bekannt, dass ich seit 3-4 Jahren auf die Deutsche Bank short bin. Seit 40 ungefähr, und jetzt steht es so um 6. Warum sollte das nicht in Amerika eintreffen? Ja, wir haben eine Bandbreite dort. Man ist bei der Spitzenbewertung zum Buchwert.
Man hat die geilste Eigenkapitalrendite. Und wir wissen, dass fallende Zinsen, erhöhte Geldmengen nicht gut sind für die Ertragskraft. Aber wie gesagt, Sie verstärken das mit Ihrem Shortgehen. Ja, also wie gesagt, wir haben seit Auflage ein sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen Longs, also Long sein und Bässe. Deswegen haben wir auch keine Korrelation mit den Börsen. Also diese Sache immer die Märkte zu timen, ist doch gestört. Also wir haben das ist uns zwar wirklich gelungen im vierten Quartal und war maßgeblich für unsere Performance, aber das sollte man nicht zu oft anstreben, ja? Wenn man nicht glasklare Signale hat. Ich würde Sie bitten, kurz meine Sätze zu vervollständigen. Die Aktiensteuer von Olaf Scholz ist? Keine Ahnung. Also pass auf, das ist Repression, okay? Das sind glasklare Finanzrepressionsmaßnahmen. Die haben was mit einer geringen Produktivität zu tun und einer reinen Umverteilung. Es wird berechnet, dass durch die Nullzinspolitik, und es ist nämlich einfach nur eine Negativzinspolitik, 348 Milliarden dem deutschen Sparer entgangen werden. Jetzt wird der deutsche Investor noch gefickt, ich sag's mal vulgär, weil es ist wirklich eine üble Nummer, durch eine Finanztransaktionssteuer und eine Reporting-Anforderung. Wir können uns da ja glasklar an Belgien orientieren, das hat das nämlich schon vorgemacht. Das ist eine Schikanerie. Demnächst kommt dann irgendwann mal eine Vermögensteuer. Wenn ich schon nicht produktiv bin, wenn ich bescheuert mein Land wirtschaftlich führe, dann geht es nur noch um Umverteilung. Und deswegen sage ich dieses vulgäre Wort vorher. Nächster Satz für die Vervollständigung. Die Klimadebatte um Greta Thunberg ist? Eine Klimadebatte ist hochgradig wichtig, weil in dieser ganzen Erderwärmungsdebatte, das ist eine idiotische, binäre Aussage, dagegen zu sein. Ja, also es gibt kein Global Warming, weil, sehen Sie, das war so, ich habe einen Revolver, ich habe nur eine Sechstel Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt. Also ich habe eine Kugel drin, dann mache ich doch nicht so. Und das ist, die ganze Debatte ist kindisch, ob sie jetzt stimmt oder ob sie nicht stimmt, maße ich mir bitte nicht an. Ich bin ja zwar sehr wissenschaftlich orientiert, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Aber wenn die Partei des Global Warmings recht hat, dann ist das Leben, das wir so kennen wie heute, hat eine begrenzte Zeit, begrenzten Zeitlauf. Also verdammt nochmal, wenn die Wahrscheinlichkeit nur ein Sechstel ist oder ein Zehntel, muss ich es trotzdem machen. Sonst habe ich eine Kugel im Kopf. Nächster Satz. Ein Mietendeckel in großen Städten, die teuer geworden sind, macht... Das ist ungefähr eine hundertprozentig gelungene Gehirnamputation. Wir haben zum Beispiel in Berlin haben wir auf diesem großen Gelände grob 400 Hektar Fläche, die nicht genutzt wird. Wenn man sich an dem Central Park Modell oder wenn man sich an Manhattan orientiert, wäre da die Möglichkeit, relativ günstig 20.000 bis 40.000 bezahlbare Wohnungen zu bauen. Das würde schon mal sehr massiv, schon die Bekanntgabe eines solchen Projekts würde schon den Wohnmarkt, der wirklich hart ist, Sie kommen aus Berlin, für wenige gut Begütete, der ist sauhart. Und man könnte doch eine Bundesanleihe oder Länderanleihe machen mit Leichtigkeit, mit einem Grundkapital EK von einer Milliarde, selbst von einer Billion, das tut überhaupt nicht weh, oder eine Milliarde, 200 Milliarden. Und dadurch schaffe ich ein zukünftiges Angebot, was sofort Wirkung hat auf die Mietpreisentwicklung. Eine Verstaatlichung, das wissen wir doch auch aus, wir müssen doch mal über unsere Grenzen schauen. Verstaatlichung und Mietlimits führen dazu, dass das Angebot verknappt wird. Ergo, das Problem ist nicht gelöst. Ich werde schier wahnsinnig, wenn ich die Wirtschaftsnachrichten anstelle und mir diese Beiträge anhöre. Die sind so wirtschaftlich inkompetent, dass es bei mir Kopfschmerzen verursacht. Man merkt auch, wie Sie das emotional gerade die letzten drei Fragen auch nochmal so aufgebracht hat. Interessante Sache. Wir gucken jetzt erstmal auf die Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie.
Wir schauen jetzt auf zwei Aktien, die Florian Homm gut aus seiner Vergangenheit kennt. Die erste Aktie ist Sixt. 2003 haben sie sich dann mit Erich Sixt angelegt. Da ging es um Manipulation, hat er ihnen vorgeworfen. Sie haben versucht, die Aktie zu shorten, würde ich mal sagen. Ja. Sie haben da aber verloren. Sie mussten im Nachhinein 70.000 Euro zahlen an die BaFin. Wie sehen Sie denn heute die Aktie? Also es waren 63.000 Euro wegen einer Ordnungswidrigkeit. Und zur Vergangenheit kann ich wirklich nichts sagen, weil wir uns da vertraglich abgestimmt haben. Deswegen, ich bin aber auch nicht emotional belastet. Erster Punkt zu Sixt ist natürlich, dass die Performance ist auch ein guter Pair-Trade, die Performance der familiengeführten Unternehmen, was die Umsatzsteigerung, die Ertragssteigerung und die Kursperformance betrifft, wesentlich besser ist als die von den managergeführten Unternehmen. Das ist schon mal eine Einführung. Und Familie Sixt, egal ob wir uns da früher etwas in der Fehde lagen, die machen auch etwas Karitatives, was mir sehr gut gefällt. Und es ist aber ein diffiziler Bereich. Ja? Im Leasing-Bereich mit einer großen Dieselflotte, das sehe ich eher als belastend. Ob man jetzt diesen Übergang in das Carsharing wirklich optimal gestaltet bei denselben Gewinnmargen, weiß ich nicht. Andererseits ist die internationale Expansion, die gelingt, Sixt. Also in der Summe ist für mich Sixt nicht mehr als ein Hold. Die zweite Aktie, auch eine Aktie, altbekannt bei Ihnen, Borussia Dortmund. Den Verein haben Sie sozusagen mit einer kleinen Geldspritze von 20 Millionen damals vor der Pleite gerettet. Es lag Ihnen, glaube ich, aber nicht so sehr zuerst am Verein, sondern Sie haben erst gedacht, dass Sie da Gewinn draus schlagen könnten. Also es waren, glaube ich, 30 Millionen, aber mein Plan war definitiv, ich habe ja sehr illustre Kunden gehabt und die haben, ja, man erkennt sie heute in der europäischen Fußballmannschaft, sind doch einige davon sind Clubbesitzer geworden. Und ich hatte das Paket deutlich unter Börsenkurs geschossen und wollte es dann weiter platzieren mit einem relativ schnellen, so 6 Millionen Euro, 8 Millionen Euro Gewinn. Und dann gab es außerbilanzielle Verbindlichkeiten und andere extreme Themen beim Unternehmen. Und dann musste ich mir die Frage stellen, liebe Leute, hau ich es raus, mache einen fetten Verlust oder stelle ich mich dieser Aufgabe, zumindest als Finanzsanierer, Einfluss zu nehmen, auch auf die Personalpolitik im Vorstand. Und das habe ich dann auch gemacht. Jeder, der die Aktie kennt, die waren dann irgendwann bei 60, 70 Cent und sind dann eher fast Richtung zweistellig gelaufen. Ja. Ist das ein reines Liebhaberpapier oder ist das ein Papier, von dem Sie sagen, tatsächlich werden da Gewinne generiert und die schlagen sich in der Aktie nieder? Also es gab ja schon eine gewisse Dividendenfähigkeit, kann man der AG nicht absprechen mittlerweile. Die Bilanz ist in einer guten Verfassung, war vor kurzem wirklich überrascht positiv, was sie aus dem Puma-Deal rausgeholt haben. Letztlich ist die Planbarkeit schwierig. Ja, man steht auf dem 6. Platz und überraschend steht Gladbach vorne. Mein lieber Schwan, ich weiß noch, in der Sanierungsphase, da hatte man einen tschechischen Nationalspieler verscheuert. Also man musste es machen, dass ich glaube, es ist kein Betriebsgeheimnis mehr, aber zu dem Zeitpunkt war der Kader hatte ein Volumen von beschissenen 22 Millionen. Ich habe dann noch den Van Marwijk angemacht, weil er so viel verdient. Jeder Kostenblock wurde dreimal hinterfragt, ob man da nicht noch was rausholen konnte. Und gleichzeitig musste man fast schon beten, dass der Verein mit dieser schwierigen Lage nicht absteigt. Also das war tief emotional und ich bin immer noch Dortmund-Fan, nicht wegen dem Management, das hat auch einen guten Job gemacht. Ich bin Dortmund-Fan immer noch, weil die Leute so direkt sind. Ich habe da echt Morddrohungen bekommen, wie ich gesagt habe. Eine Verbindlichkeit war der BVB-Name, den hat man auch noch als Sicherheit hinterlegt. Da sage ich, nenn das Scheißding FC0, was immer, wann das gegründet wurde, Dortmund. Da habe ich tonnenweise Drohungen bekommen. Und was soll das? BVB, aber das ist eine Ersatzreligion. Das leben die nicht nur in Dortmund, sondern bundesweit mit 3 Millionen Fans, international Tendenz steigend. Das ist wahnsinnig emotional und es gibt den Menschen auch einen Hoffnungsschimmer und eine Bindung, was zu tun.
Also so gesehen ist das fast schon zu emotional für mich. Haben Sie selber BVB-Aktien? Nein, keine BVB-Aktien. Wir haben jetzt auch noch ein paar Fragen von Zuschauern bekommen. Ja. Der Jonas fragt, welche Rolle spielen Zigarren tatsächlich in Ihrem Leben oder gehören die nur zum Image? Also Jonas, wenn man die Wohlstandsverwahrlosung maximiert, dann war mein monatliches Zigarrenbudget früher grob die monatlich 6.000 Euro. Wenn man das über 20 Jahre macht, wäre man auch Millionär. Und es ist heute eher ein Anlass, bei einem guten Tag oder einem schlechten Tag mit einem Glas Wein oder einem Glas Cognac vielleicht ein bisschen innere Ruhe zu finden. Es ist definitiv keine Show, nur war ich früher Zigarrenkettenraucher. Ja, und das leider zur Last vieler meiner Mitarbeiter. Das war unausstehlich. Giuseppe fragt, kann man rein durch Trading Millionär werden? Also ich beziehe es jetzt mal aufs Daytrading. Ich sehe in den Listen der Reichsten, und die kenne ich recht gut, einige, viele davon persönlich, der 1000 Reichsten oder eben die 1000 Reichsten in Deutschland oder die 1000 Reichsten weltweit, das sind keine Daytrader. Ich habe einen größeren Hebel, wenn ich intelligenten großen Trend mitmache. Wir hatten mal eine Aktie in Australien entdeckt bei 30 Cent. Die hat dann 15.000% gemacht. Also wenn du 10.000 investiert hättest, hättest du 1,5 Millionen heute. Das ist alles dokumentiert, das ist keine Fabelgeschichte. Und das kriegst du wahrscheinlich nicht mit Daytrading hin. Ja? Wir kennen aber natürlich ein, zwei Leute, die gute Systeme haben, die teilweise wirklich 700% pro Jahr machen. Aber das ist dann echt, dann sind wir echt im Cutting-Edge-Territorium und das sind die wenigsten, ja. Aber die investieren mehr Zeit in ihre Analysen und ihre Modelle, die dann zum größten Teil automatisiert handeln. Manchmal auch in den Fenstern eine Woche oder einen Monat und das wird einfach nur kalibriert. Also super smarte Trader mit ganz cleveren Algo-Modellen und Quant-Modellen. Ja, das ist auch Renaissance-Technology, aber die sind nicht nur auf Daytrading ausgerichtet. Renaissance-Technology mit einem Vermögen von 60 Milliarden. Trading geht, aber es ist eher intelligentes Investieren. Eine richtig große Frage, was macht Sie heute glücklich? Heute macht mich glücklich, dass ich aufstehe, und Sinnvolles mache, weil letztlich auch ist auch dieses Gespräch ein Einsichten eines ja schon sehr angekommenen Hedgefondsmanagers, der andere Sachen entdeckt hat, aber sein Kapitalmarkt, Insider-Kapitalmarktwissen teilt einem breiten Publikum zur Verfügung steht. Das heißt in Englisch Level Playing Field für alle. Ja, es wird nicht für mich zurückgehalten. Auch die Bücher, davon werden sie nicht reich, aber sie teilen gutes Wissen mit und das ist in dem Umfeld dringend notwendig, diese Wissensvermittlung. Und das macht mich glücklich, dass ich mir Zeit nehmen kann für persönliche Erfahrungen, dass ich 3 Tage mit meiner Tochter abhängen kann, wir uns schief lachen. Und dass ich vielleicht irgendwann mal es schaffe, dass wir Marienrefugien weltweit haben. Also diese Balance zwischen sinnvollen und wirtschaftlichen. Ja. Eine weitere Frage geht in Richtung Freiheitsgefühl. Wie schwer ist das für Sie, nicht so ganz frei reisen zu können oder mindestens das Gefühl zu haben, dass Sie nicht frei reisen können? Also es ist ein bisschen mehr als ein Gefühl. Also meine Anwälte sagen, ich sollte mich nicht zu nah an den Grenzen bewegen Deutschlands. Aber es ist doch besser, als auf 16 Quadratmeter mit 8 Kollegen untergebracht zu werden und 6 Wochen nicht aus der Zelle zu kommen, weil man im italienischen Strafsystem wurde ich schon schwer massakriert. Also das ist alles relativ. Deutschland ist ein wunderschönes Land. Ich würde mich aber freuen, wenn ich irgendwann mal wieder in diesen gruseligen November-März-Phasen mal eine Woche Sonne sehen könnte. Florian Homm, vielen Dank, dass Sie heute hier an die Börse gekommen sind. Ja, interessanter Lebensweg mit sehr vielen Höhen und Tiefen, mit sehr viel Positivem und sehr viel Negativem. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke, dass Sie da waren.
Und liebe Zuschauer, danke euch und Ihnen fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und postet das auch gerne in euren Social-Media-Kanälen. Besten Dank, Herr Heidmanek, besten Dank, Herr Koch, Frau Heidmanek, für den richtig guten Research, den Sie gemacht haben. Ist nicht normal. Danke Ihnen und Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.